Kolleginnen und Kollegen, heiße euch recht herzlich willkommen zur Medienkonferenz nach FCL gegen GC. Ich gebe das Wort gleich Pierluigi Tammi für seine Analyse. Bitte. Eine Analyse, wenn wir analysieren das Spiel über das Resultat, vielleicht wir werden ein bisschen negativ, aber über die Leistung. Es gibt auch in dieser Leistung positive Situation. Die negative Situation, und dann müssen wir schnell erledigen, wir wiederholen immer die gleichen Fehler. Und sind Fehler zu groß? Wir können nicht immer schenken Penalty, wie in dieser Situation heute. Es ist ein Geschenk. Und am Schluss, es ist schade, weil die Reaktion zweite Halbzeit war gut. Das bedeutet, die Stimmung, die Moral, die Werte in dieser Mannschaft, es gibt diese Werte, aber wieder, wir haben eigene Fehler, wirklich zu groß, wenn du willst, dann in Luzern ein positives Resultat machen. Das müssen wir lernen, schnell. Wir wissen ja immer immer die gleiche Geschichte. Wir sind Junge, aber auch die Junge, sie müssen erwachsen, sie müssen Fortschritt machen. Wir können nicht Fehler. Es ist ein Teil vom Fußball, das können wir akzeptieren, aber nicht so große Fehler, dass es geht nichts. Es ist schade, weil am Schluss du schießt drei Tore in Luzern und du bringst keinen Punkt. Besten Dank, Pierluigi Tammi. Markus, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich denke, es war ein aufregendes Spiel für alle Beteiligten. Nicht nur für die Zuschauer, sondern glaube ich auch für uns Trainer. Ja, großes Kompliment an meine Mannschaft, die nach diesem doch schwierigen Spiel am Donnerstag, wo wir gegen eine Mannschaft angetreten sind, die ja, hohe Qualität hat, wo wir vom Kopf her 100% sein mussten, wo wir läuferisch alles rausknallen mussten, haben sie es trotzdem wieder geschafft, heute gegen einen guten Gegner in der ersten Halbzeit sehr gut zu stehen, wenig zuzulassen, aber darüber hinaus immer wieder selber gefährlich vors Tor zu kommen. Das haben wir geschafft, haben natürlich das Quäntchen Glück, dass mit dem Elfmeter und vor allen Dingen mit dem Tor kurz vor der Pause mit einer 2:0-Führung in die Halbzeitpause gegangen sind. Und dann haben wir nochmal explizit darauf hingewiesen, dass der Gegner definitiv kommen wird. Vor allen Dingen, wenn man GC kennt, die haben einfach eine Qualität nach vorne, haben immer die Möglichkeit, sich Torschancen zu erarbeiten, Torschancen zu kreieren, vor allem aber auch Tore zu machen. Und da wollten wir aggressiv sein, kompakt sein. Das haben wir leider nicht geschafft, waren nicht griffig, waren nicht aktiv. Und ja, dann kriegst du es 2:2. Und dann muss ich wirklich sagen, Hut ab von meiner Mannschaft, dass er so ein Spiel dann trotzdem noch mal drehen kann, weil das so ein Spiel kann man dann nämlich auch ganz schnell aus der Hand gleiten lassen. Aber die Jungs haben sich kurz geschüttelt, haben dann wieder das gezeigt, was sie können, waren wieder agil, waren wieder aktiv, haben sich Torschancen erarbeitet. Und ich glaube auch, wenn man sich das gesamte Spiel anschaut, hat natürlich GC mehr Ballbesitz. Aber ich glaube, was die klaren Torschancen anbetrifft, hatten wir die besseren Möglichkeiten. Und deswegen glaube ich auch, dass der Sieg nicht unverdient ist. Danke. Besten Dank, Markus. Sicher habt ihr noch Fragen. Wartet bitte, bis das Mikrofon bei euch ist. Dann wäre ich froh, wenn ihr Namen das Medium nennt, für das ihr arbeitet. Michel Wirtschaft, Blick. Markus, tolle Leistung. Was war im Pausentee? Ja, Schlafmittel war es nicht, weil sonst hätte man ja nicht wieder reagieren können. Nein, das kann passieren, sollte uns nicht zu oft passieren, weil wir vor allen Dingen in der ersten Halbzeit wirklich defensiv hervorragend gearbeitet haben, haben so gut wie keine Möglichkeit zugelassen und dann müssen wir anders aus der Kabine rauskommen. Das war auch nicht in meinem Sinne, auch nicht im Sinne der Jungs, aber wir lernen. Und ich denke, vor einem Jahr hätten wir so ein Spiel höchstwahrscheinlich noch aus der Hand gegeben. Jetzt haben sich die Jungs, wie ich schon erwähnt habe, mal kurz geschüttelt und haben dann wieder zu ihrem Spiel gefunden und haben das Spiel siegreich für uns gestalten können. Aber
klar, in der Zukunft müssen wir schon versuchen, diese Dinge abzustellen. Noch eine Frage. Sehr gut gepokert, zwei Leistungsträger auf der Bank. Ein glückliches Händchen. Gehst du heute noch ins Casino? Ja, das sollte ich vielleicht machen. Nein. Nein, das zeigt das, und das ist ja nicht, dass ich das einfach nur so dahin sage, dass wir einfach eine tolle Truppe haben, wo ich nicht 11 Stammspieler habe, sondern jeder Einzelne ist extrem wichtig, dem ich eben auch vertraue, der bei mir im Kader ist. Und mir war klar, dass wir heute extrem viel laufen müssen, dass wir bereit sein müssen. Und deswegen wollte ich frische Kräfte reinbringen, aber ich muss ja auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Wir haben am Donnerstag wieder ein brutal wichtiges Spiel und da brauche ich frische Kräfte wieder und dementsprechend habe ich so gehandelt. Danke vielmals. Da muss ich noch eine Frage an Pierre stellen. 4 Tore von Gaio in 2 Spielen. Was wäre GC ohne Gaio? Nur Tore. Gaio in diesem Moment, er ist sehr effizient. Ich denke, offensiv wieder wie letzte Saison, wir kreieren immer viele Torchancen, wir schießen Tore, das ist nicht Problem. Ich denke, Kai im Moment steht gut, in eine sehr gute Form, aber wir müssen auch mit anderen Tore schießen, das ist klar, wir können nicht immer nur mit Kai finden. Aber Kai, er ist ein Teil von dieser von unserer Mannschaft. Es ist ein Stürmer, wo ich denke, diese Jahre vielleicht nimmt mehr Verantwortung als letzte Saison. Und im Moment, es läuft gut. Ja, wie Sie kamen, sind Radio Zentral und Sonnenschein. Herr Babbel, 2-0 ist ja immer ein gefährliches Resultat. Haben Sie je gedacht im Spiel, dass das noch kippen könnte? Und konnten Sie noch Impulse geben nach dem 2-2, dass die Mannschaft nochmals so gepusht hat? Ja, natürlich wusste ich, dass das Spiel noch nicht gelaufen ist. Das habe ich den Jungs eben auch gesagt. Wir haben jetzt eine Halbzeit haben wir geschafft, aber nicht mehr und nicht weniger. Und mir war klar, dass GC definitiv nochmal kommt, GC zu Torschancen auch kommen, weil, wie schon gesagt, sie haben einfach eine Qualität in der Offensive, die man nicht immer hundertprozentig ausschalten kann. Und das wollten wir eigentlich verhindern. Wir wollten eben kompakt stehen und eher versuchen, das Dritte zu erzielen, um dann vielleicht den Deckel drauf machen zu können. Aber ja, es hat sich leider bewahrheitet und natürlich versucht man von außen da Einfluss zu nehmen, ob es Anweisungen sind an die Spieler, aber eben auch mit Auswechslungen, dass wir es dann eben schaffen, ja, als Sieger vom Platz zu gehen. Markus Babbel, 2 Leistungsträger draußen gelassen. Markus Neuli und Neumeier, 2 Spiele, 6 Punkte. Beste Saisonstart seit 23 Jahren für den FC Luzern. Schürt das Erwartungen auch bei Ihnen jetzt, nicht nur im Umfeld des FC Luzern, das immer so unruhig ist und erwartungsfroh? Ich bin mal gespannt, wer die Erwartungen schürt. Nein, es ist erfreulich, absolut. Wir wollten besser in die Saison starten wie letztes Jahr. Dass wir Qualitäten haben hinten raus, das ist bekannt. Aber wir wollten jetzt eben auch von Anfang an da sein. In Lugano hatten wir sehr viel Glück und trotzdem haben wir das Spiel für uns entschieden. Heute war wieder ein sehr, sehr enges Spiel. Also das zeigt, die Liga ist unglaublich eng. Und wenn wir es nicht schaffen, mit voller Fokussierung in das Spiel zu gehen, dann hast du es in dieser Liga extrem schwer. Deswegen brauchen wir jetzt noch nicht euphorisch werden. Wenn es 2 Spieltage vor Schluss so wäre, okay, dann könnte man euphorisch sein. Aber jetzt gilt es, knallhart zu arbeiten, weil ich denke, das hat der heutige Spieltag auch wieder gezeigt, wie ausgeglichen, wie eng die Spiele oft sind. Und ja, wenn du da nicht parat bist, wenn du meinst, ein paar Prozent nachlassen zu müssen, dann hast du in der Liga keine Chance. Dann nehme ich etwas an Euphorie wieder raus. Wenn man 3 Gegentore kassiert, beziehungsweise 4, macht man sich dann doch auch über die Defensive Gedanken, nehme ich jetzt mal an. Ja, wir werden es definitiv analysieren, klar.
Wobei, wie schon gesagt, im größten Teil haben wir ja wirklich hervorragend gearbeitet, haben gut die Räume zugestellt, die Passwege gut zugestellt, haben da relativ wenig zugelassen. Aber in der Phase, klar, da waren wir zu passiv und ich habe gehofft, dass wir das so ein bisschen mehr oder weniger schon ein bisschen rausbekommen haben, weil das war letztes Jahr unser ganz großes Problem, dass immer, wenn wir passiv waren, dann hat es geklingelt. Heute haben wir es leider wieder gezeigt, das Gesicht. Und da werden wir weiter daran arbeiten, dass wir weniger Gegentore bekommen. Weil du kannst nicht jedes Mal 4 Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen. Also das ist definitiv zu viel. Noch weitere Fragen? Das nicht der Fall ist, nochmal zu Sassuolo. Wer mitkommen möchte, muss sich noch akkreditieren. Die Möglichkeit besteht bis morgen Mittag. Ich bräuchte dann eine Kopie des Passes oder der ID sowie der Kopie des Presseausweises. Wir akkreditieren euch dann beim Club und die machen das dann alles direkt unten. Ihr kriegt auch Parktickets. Das wär's. Könnte ich bei mir melden. Wünsche ich allen einen schönen Abend, eine tolle Woche. Danke für den Besuch. Der FCL spielt in der Europa League Qualifikation gegen Sassuolo Calcio. Das Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 überträgt das Auswärtsspiel live aus Italien, aus Reggio Emilia, am Donnerstag, 4. August. Und wie Sie als Zuschauer die Übertragung können unterstützen und was Sie unserer Verlosung für attraktive Preise rund um den FCL können gewinnen können, erfahren Sie jetzt auf tele1.ch und auf unserer Facebook-Seite. Präsentiert von Migros Luzern, Valiant einfach Bank, Amagebiken mit VI Nutzfahrzeug für Profis von Profis, Makroart, Ihre Partner für Grossformatwerbung, Beschriftungen und Raumgestaltung. Mit Unterstützung von der Neuen Luzerner Zeitung.